Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja das Schwert der Legende geholt und sind jetzt mittlerweile wieder zurückgekehrt. Ich glaube, draußen sieht es sehr dunkel aus. Ja, doch. Dann würde ich schon fast sagen, hallo? Prinz Noctis, willkommen zurück! Dein heißer Tipp war Gold wert. Ich wollte doch gerade rausgehen. War die Geschichte etwa wahr? Vielen Dank, Talcott. Ach, nicht doch. Kann ich auch mit dir reden? Ach, was bin ich stolz auf dich, mein Junge. Die beiden erinnern mich an dich und König Regis. War ich wirklich mal so klein? Okay, ja. Vielen Dank dafür, aber ich wollte eigentlich nur draußen gucken. Naja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr dunkel aus. Ich würde sagen, Entschuldigung, geh mal aus dem Weg hier. Ich. Okay, wir nehmen uns kein Zimmer. Schon wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja. Gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja, wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Okay. Aber ich würde sagen, dass wir das nicht im Dunkeln machen, weil wir dann sowieso nichts sehen. Deswegen werden wir erstmal hier übernachten. Wir haben noch ein paar komfortable Zimmer frei. Zugegebenermaßen sauteuer ist, aber gut, uns bleibt ja jetzt keine andere Wahl. Ich bin auch total alle. Ah, wir dürfen wieder Fotos angucken. Das ist gar nicht mal so schlecht geworden. Das behalten wir mal. Mann, oh, schon wieder. Fotos sind Selfies. Ich wollte gerade sagen, schon wieder ein Selfie. Ja, ja, immer die gleichen Sprüche hier. Gutes Foto. Okay, naja. Also ich finde es nicht gut, aber von mir aus können wir das speichern. Da kann man jetzt nicht wirklich viel erkennen. Gutes Timing, Prompto. Ich wollte gerade sagen, also das sieht gar nicht schlecht aus. Ich frage mich nur schon wieder, wer ist die Frau im Hintergrund? Immer ist irgendeine Frau auf dem Foto drauf, die überhaupt gar nicht dabei ist. So macht man das. Na, schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld warpst. Ja, vom Warpen sieht man jetzt nicht allzu viel auf dem Bild, aber... Okay, aber da sieht man die Viecher wenigstens mal. Ich bin wahrscheinlich so durchsichtig, weil ich mich gerade am Heilen bin oder so. Ja, das geht ja aber gar nicht hier. Das, naja, das können wir mal mitspeichern. Wir können uns die ja leider eh nicht angucken im Nachhinein, weil das mit diesen Irrfahrtwürgern nicht funktioniert. Und die... Was höre ich da eigentlich immer im Hintergrund? Das hört sich an, als ob hier gerade ein Formel-1-Rennen stattfindet. Leute! Ah, sehr schön. Nächster Tag. Dann würde ich sagen, ja, eigentlich müssen wir ja in der Geschichte weitermachen, aber da hinten sind noch ein paar Nebenquests, deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, was ich jetzt am besten machen soll. Achtung. Weil ich habe mir mal sagen lassen, man kann unter Umständen schnell unterlevelt sein, dass man eigentlich höhere Level braucht für die nächsten Herausforderungen. So, können wir mit dir reden? Hallo. Alles frisch von den Vorlochhöfen. Sieh dich in Ruhe um, Junge. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will mit dir sprechen. Herzlich willkommen. Sag mal. Freue mich auf den nächsten Besuch. Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Was ist denn heute los? Warum ist das denn so am Haken? So, da steht doch eindeutig Aufgabe. Hey, du, sag mal, du nimmst nicht zufällig Jagdaufträge an, oder? Geht doch. Was? Wieso? Naja, weil wir ein paar Jäger gut gebrauchen können, um unsere Ernte zu sichern. Ich wollte mich eigentlich bei Meldatio melden. Aber wenn du sowieso Zeit hast, dann kann ich mir das ja auch sparen. Details erfährst du auf der Farm. Viel Erfolg! Was? Was für eine Farm? Hallo?
Leute, was für eine Farm. Ihr seid wieder... Boah, ey. Da wird wieder geredet und geredet und keiner weiß, wo man jetzt hin muss. Wir nehmen jetzt einfach mal die anderen hier auch mit an. Oh. Ja? Soll mir das jetzt was bringen? Dass ich das jetzt gesehen habe? Guckst du mich jetzt so komisch an oder was ist los, Junge? Hoffentlich kracht uns hier nichts zusammen. Das ist aber nur einkaufen. Das ist jetzt nicht die Aufgabe, die hier ist. Nein, da ist eine Aufgabe. Der Ravatoga ist ein prächtiger Berg. Irgendwann will ich mal bis zum Gipfel. Ja, war jetzt ein tolles Interagieren. War offensichtlich keine Aufgabe. Okay. Hier ist noch die zweite Aufgabe. Nein, du springst mir nicht wieder um zum Einkaufen. Nein, gib mir die Aufgabe. Los. Nein, ich will auch nicht lesen. Gib mir die Aufgabe. Hey, Junge. Bist ein Jäger, oder? Mit einem mobilen Untersatz? Na schon, aber... Dann könntest du mir vielleicht helfen. Wäre super, wenn du meine Waren aus einem liegen gebliebenen Transporter bergen könntest. Der wurde unterwegs angegriffen. Der Fahrer ist getürmt und guter Rat nun teuer. Okay. Wenn nicht direkt wieder das Imperium zuschlägt, dann ist mir alles egal. Da war aber gerade irgendwas mit Lesen. Naja, es ist wahrscheinlich nur, dass man die Dinger durchlesen kann. Ich verstehe es aber immer noch nicht. Bei dem einen Typen muss doch eigentlich die Aufgabe gewesen sein. Die Kautesplatte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Entschuldigung. Gib mir doch mal alle aus dem Weg hier. Ich kann leider nur laufen, nicht gehen. Also hier komme ich offensichtlich nicht weiter mit dem Fragezeichen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns erstmal aufmachen zu dem Teleskop oder was das da war. Und dann danach mal wegen dem liegen gebliebenen Wagen. So. Nochmal nachgucken. Kann man hier nicht... Doch, da hinten kann man runter. Okay. Aber das war nicht der Weg zu Fuß. Natürlich müssen wir dann runter. Oh. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Was sagst du dem Falschen, Junge? Seit ich 16 bin, habe ich Migräne. Oha. Nanu, ihr auch hier? Ah, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja, alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also nennt mich einfach Adam. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Okay. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Okay. Was hat dieses Spiel heute den ganzen Tag? Ey, es ist doch nicht normal. Wo ist denn der Regalia? Kannst du das mal ansehen? Noct? Was denn? Hallo, wo ist mein Wagen? Ist das deiner, der letzte? Schau da bloß nicht hin, also... Jetzt ist es weg, hä? Steht die ganze Zeit Ignis, aber...
Seid ihr soweit? Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Nee, wir lassen Ignis fahren. Ignis, fahr du. Der Arme muss ständig fahren. Gönn ihm doch mal eine kleine Auszeit. Ignis hat 1000 EP erhalten, okay. Gut, dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Nee, mein Wagen wurde geklaut. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, wir können doch nicht losfahren. Wir gucken uns erstmal das Kapitel ändern, okay. Oh, das ist gar nicht mal schlecht geworden. Das sieht auch von der Beleuchtung her richtig gut aus. Das ist wieder ein Selfie. Irgendwann drehe ich dem Typ nochmal den Hals um. Das ist ein sehr gut gewordenes Foto. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ja doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut. Schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Ja geil, also wenn er jetzt schon... Kai war der Kerl auch schon. So weit davon braust... Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir soll ich denn den einholen mit dem Lahmarschenwagen hier? Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer allerdings noch viel weniger. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautestplatte. Wart, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Wo müssen wir eigentlich hin? Ist das weit weg? Das wäre mal schön zu wissen. Was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Komm, fahr. Gib Gas. Gibt's in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck. Und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Sogar unser verwöhnter Noct weiß das zu schätzen. Ja, Freiheit lobe ich mir. Ich weiß ja, dass es harte und gefährliche Arbeit ist, aber manchmal beneide ich die Jäger um ihr Leben. Nee, das... Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Ja, immerhin, ne? Wenn verrechnen, das Spiel gespeichert, ja. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Technik 4. Ja super, ich bin die ganze Zeit nur auf der Straße gefahren. Was soll ich da für eine Technik haben? Dein Ernst? Oh. Nanu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh, tut mir leid, hab nicht gefragt. Nein, keine Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass der Prinz mein Gesicht niemals vergisst. Hä? Was soll das denn heißen? Okay, der Typ war mir ja vorher schon suspekt, aber jetzt wird er mir noch suspekter. Ardin hat dir eine Lockpfeife gegeben. Mit ihr kannst du Gegner in der Umgebung anlocken. Ja, warum sollte ich das tun? okay.
So, jetzt wollen wir mal gucken. Muss ich eigentlich... Ich bin's. Vom Blute der Kanadier. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kanadier in die Geschichte einging. Ist das viele Beten nicht anstrengend? Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke, euer Gnaden. Eos, Quell allen Lebens, bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Vielen Dank, werte Kanaki. Ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist. Doch endlich... Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So dann, beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt, zum Beispiel in meiner Wohnung. Oh, ja, oh Gott. Riesig gefreut. Okay. Nacht, wenn wir zurück sind, setzt du den Benimmkurs fort. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan kräht doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir wollen schließlich nicht, dass die arme Luna ihm alles beibringen muss. Ach, jetzt verstehe ich. Noct, du musst der Kanagi ein würdiger Ehemann sein. Schlimmstenfalls kann sie ihn einfach als Zepterständer benutzen. Womit habe ich euch nur verdient? Ja, dann würde ich sagen, das hört sich nämlich nach einer großen Sache an, was ich da eben gelesen habe mit dem Riesen und so, wo wir uns hinbegeben sollen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge ansehen, spielen, wie auch immer werden. Bis dann. Ciao.